Todesangst. Lilas Oma war an diesem Tag lange bei ihrer Enkelin gesessen und hatte von damals erzählt. Ich hatte Lila auch aus dem Märchenbuch vorgelesen, das sie als Kind so geliebt hatte. Doch als Luca kam, war sie bereits gegangen. Luca war aber ganz froh, dass er alleine war. So konnte er seinen Gefühlen freien Lauf lassen, ohne sich erklären zu müssen. Luca war gerade eingeschlafen, als die Geräte um ihn herum zu piepen begannen. Er schreckte sofort hoch. Wo waren die Schwestern und die Ärzte? Was, wenn sie sterben würde und er nichts machen konnte? Lila, Liebling, du darfst nicht gehen, hörst du? Ich brauche dich. Bitte bleib bei mir. Mit Tränen im Gesicht beugte er sich zu ihr und küsste sie. Und dann ging alles ganz schnell. Ein Arzt kam ins Zimmer, stieß ihn zur Seite. Weitere Schwestern folgten. Lukas bekam nur Fetzen, das gesagt wurde. Herzstillstand, Wiederbeleben, innere Blutung. Eine Schwester wurde auf ihn aufmerksam, packte ihn mit sanfter Gewalt und führte ihn aus dem Zimmer. Sie können nichts mehr für ihre Freunde tun. Warten Sie hier. Wir werden unser Bestes geben. Aber erhoffen Sie sich nicht zu viel. Selbst wenn wir sie wiederbeleben können und sie wieder aufwachen würde, könnte sie schwere Folgen davon tragen.